Kein Alarm ausgelöst, so wie es sich gehört. Zack, und ich glaube, ich habe auch einen Level-Anstieg wieder gehabt. Ja. Wir wollen uns mal wieder skillen. Warum mal nicht? Fähigkeitspunkte. So. Schiffschütze habe ich schon. Gezieltes Nachladen drücke R. Zum schnelleren Nachladen von Pistolen und Scharfschützgewehren, während du mit Rechtsklick zielst. Spritzenrationierung. Wirken länger. Langwaffenexperte. Verbessert Treffsicherheit mit LMGs, Scharfschützen und Sturmgewehren beim Schießen aus der Hüfte. Weiche Landung. Seilrutschenschütze. Abno. Hä? Du kannst länger unter Wasser bleiben. Keine Ahnung was. Atemkontrolle. Ich weiß es nicht. Ich will hier mal ein bisschen wieder in die Heal-Investitionen investieren. Erneuern 4 deiner Gesundheitsfelder. Erneuern 6 deiner Gesundheitsfelder. Da bräuchte ich die erstmal. Mit einem Fahrzeug leidest du 50% weniger Schaden. Schwerer Niederschlag. Drücke F, um einen Flammenwerfer oder MG-Schützen zu erledigen. Boah, geil. Aber da steht, beende mehr Missionen, um diese Fähigkeit freizuschalten. Erfülle die Voraussetzungen, um diese Fähigkeit freizuschalten. Achso, ich brauche mehr Granatenkills. Denn dann ziehe einem Gegner den Stift aus der Granate und stoße ihn weg. Achso. Geil. Ja, ich bin immer noch so unentschlossen. Ich will erst noch nicht so richtig skillen. Ich ziehe mir das nochmal kurz rein alles und dann skill ich natürlich mit On-Air, aber ich will es mir auch wieder mal kurz eben einmal angucken. So, meine Kollegen sind noch mit dem Auto hingekommen. Kann ich das Auto etwa nehmen? Hey Leute, moin. Hi, ich bin's. Hi. Früher war es so schön hier. Wir haben den Außenposten. Genau. Es gibt immer noch Arbeit. Schau auf die Aushangtafel. Auf jeden Fall gibt's Arbeit. Da gibt's, oh, eine nächste Wildtierjagd. Leute, wisst ihr was? Die will ich als erstes machen. Ich habe jetzt Bock drauf. Es gibt immer noch was zu tun. Wildtier, eh halten. Der Panther hat mich ja nicht so geil, ja, befriedigt, sag ich mal. Der Panther war eine schwere Nummer. Und erlege einen seltenen Einhornbüffel mit dem Sealord gestellten Schrotflinte für einen Tierpräparator. Okay. Geil, Schrotflintenjagd. Zack, das machen wir jetzt als erstes. Habe ich irgendwie voll Bock drauf. Wo ist denn hier? Da ist es. Aktuelles Ziel, direkt hier um die Ecke. Und so ein Außenposten bringt halt natürlich auch immer geile Sachen. Man ist jetzt näher an nächsten Missionsziel und so weiter und so fort. Und man kann hier mit dem Auto auch mal richtig cruisy fahren. Yeah. Wow, was geht ab, Alter? Dschungelfahrt mit Daiko machen Spaß. Und hier den Berg hoch. Hier sind 5 Millionen blaue Flammen. Blaue Pflanzen. So, die Waffe müssen wir nehmen. Haben wir schon. Gib mir noch mehr Munition. Weil ich muss den schönen Büffel hier vor dem Camp Tortuga retten. Erschießen. Nicht retten. Ich hoffe, der Büffel ist friedlich gestimmt. Was ich nicht glaube. Einhornbüffel? Das ist nicht der seltene Einhornbüffel. Das ist aber erstmal ein Büffel. Ich glaube auch nicht, dass sie nett sind. Büffel! Wo bist du? Ne, das sind ganz normale Raubtiere. Seltener Einhornbüffel. Wo bist du denn? Hallo. Daiko wartet auf dich. Daiko will dich gerne mal sehen. Hallo Einhornbüffel. Kann ich mir eigentlich hier irgendwie wieder was? Ja. Schön eben nochmal ein Verbändchen drum. Büffel? Büffel. Bist du vielleicht hier am Wasser? Sind hier vielleicht wieder Krokodile im Wasser? Büffeli. Büffelo. Wo bist denn du? Ich bin so froh, wenn ich dich sehe. Denn ich muss dich schlachten. Es tut mir leid. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe keine Wahl, außer dich zu schlachten. Guck mal, hier ist auch ein schöner Büffel und da auch. Aber das sind nicht die seltenen Einhornbüffel. Soll ich denn hier erstmal eine Menge rumschießen? Sind die denn nett? Hallo Büffel, seid ihr nett? Nein, sind sie nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der will hier erstmal Action machen. Und wo ist vielleicht der seltene Einhornbüffel?
Ich höre hier überall Büffel. Bleib bitte da. Ich tue dir da nichts. Ich suche nur euer seltenes Einhornbüffel. Einhornbüffeltier. Das kann doch nicht sein. Wo bist du denn? Jetzt mache ich hier weiter kurz im Prozess mit deinen Gefolgsleuten. Du kannst es dir aussuchen. Büffel. Seltener Büffel. Hier hinten geht's auch noch ganz lang. Ich glaube kaum, dass er sich hier irgendwo versteckt. Büffel. Büffli. Ah. In der Höhle vielleicht. Büffel, bist du etwa hier? Nö. Hier ist eine Pflanze. Und hier kann man durch. Hier wird aber wohl nicht der seltene Einhornbüffel sein, aber boah. Hier wird bestimmt irgendwas anderes Tolles sein. Boah, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, hier die ganze Zeit durchzutauchen. Aber ich werde es mal machen. Komm, tauch schneller, sonst stirbst du, mein Freund. Und let's go. Jawohl, und hier ist natürlich eine Schlange. Erstmal das. Und zweitens, es scheint da gleich ein Relikt zu sein und ein paar Kisten, die richtig viel Kohle bringen. Die Königin-Spielkarte. Da hinten ein leeres Feuerzeug und hier das Relikt der Schlange sozusagen. Und was geht hier? Geht's hier raus? Aber irgendwie Bock hier auch nochmal lang zu schwimmen. Und was ist hier? Ist der Ausgang. Und hier sind jetzt gleich wahrscheinlich wieder 35 Krokodile. Wenn ja, dann kotze ich. Hier ist auf jeden Fall ein Schiff. Und ich suche jetzt immer noch diesen Büffel. Und ich schwör's dir, ich mache sonst mit allen anderen Büffel hier im Land kurzen Prozess, Büffel, wenn du nicht rauskommst. Ich sag's dir. Du kannst es dir aussuchen. Noch hast du freie Wahl. So. Komm her. Nächster Büffel, der dran glauben muss. Tut mir leid. Jetzt ist aber mal gut. Das ist der seltene Einhornbüffel. Auf jeden Fall, oder was? Einhorn. Das war er. Halte den Einhornbüffel, um eine weitere Brieftasche herzustellen. Plünder nicht mündlich, Rucksack voll. Mach ich doch ganz schnell, aber... Das war der Einhornbüffel? Das war wirklich der Einhornbüffel? Alter. Ich sag noch so, dann müssen hier halt alle dran glauben. Und zack. Da war er. Da ist er. Und zack. Ich kann jetzt anscheinend eine weitere Brieftasche herstellen. Zack. Schrotflintenjagd. Einhorn. Erfolgreich abgeschlossen. Fell des Einhorns. Escape. Herstellung. Hier mal Brieftasche angucken. Brieftaschen. Und starke Brieftasche. Ich brauche erst zwei Highout. Okay, aber später kann ich damit dann was ordentliches herstellen. Leder des gelbnackten Kasuas. Brauche ich auch noch alles, aber geile Sache. Hammer. Schnellreisen erstmal. Zu Camp Mord. Ja. Und wir reisen schnell zu Camp Nord. Beziehungsweise Mord. Und werden da jetzt schön speichern. Escape. Speichern. Und machen weiter in der nächsten Aufnahmesession, wenn es wieder heißt. Daiko spielt für euch Far Cry 3. Haut ihr rein, Jungs. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession Let's Play Far Cry 3. Unsere Mission lautet ein Mann namens Hoyt. Doch vorher wollen wir mal kurz hier interagieren und auch verkaufen. Denn wir brauchen Inventarplatz, um lustige Sachen zu machen. Unbedingt. So, die Pflanzen können wir ja behalten. Da müssen wir auch immer so blöd für bestätigen die ganze Zeit. Zack, zack, zack. Und hier halt noch Fell des Einhorns und Fell des schwarzen Panthers. Wir kaufen auch mal irgendwie Munition. Mit Taufeln kostet $32. Ich habe, glaube ich, nämlich richtig viel. Ich möchte mal neue Waffen haben. MPs. Die Scorpion ist halt echt scheiße. Die MP5 will ich mal haben. Mitnehmen. Zack.
Ausrüsten, Schalldämpfer. Ach, vielleicht mal mit dem Schalli. Ja, machen wir mal einen Schalli drauf. Okay. Schalldämpfer. Rotpunktvisier, Reflexvisier, erweitertes Magazin und Rotpunktvisier. Okay. Dann vielleicht nochmal ein geiles Design. Wie wird unsere schöne MP5 aussehen? Wir nehmen das Oldschool-Design. So. Ausrüsten. Ja, die starke. Hier erstmal kommt die Schrot weg. Gegen die Schrot. So. Zurück. Zurück. Nee, ja, doch. So, MPs. So, Schrotflinten. Sturmgewehr haben wir da vielleicht mal ein neues. Das F1. Die MS16. Kostet aber 1700 Euro, die können wir uns leider im Moment nicht leisten. Ich rüste allerdings wieder die AK-STG aus, die mag ich einfach lieber. So, zurück. Scharfschützengewehre. Bin ich ja im Moment nicht so der Freund von, aber vielleicht von der M700. Einfach mal anpassen. High-Power-Zielfernrohr. Beleuchtetes Zielfernrohr, auch geil. Und Charlie müsste eigentlich auch drauf. Ja, da muss ich nochmal eine mit dem Charlie kaufen. Dann habe ich auch mal Bock richtig zu LMGs. Oh, die PKM habe ich ausgerüstet und die U100 haben wir auch mal im Let's Play benutzt. Aber ich lasse mal kurz die PKM. Spezielles Universalwerkzeug. Achso, so ein Brenner, Leuchtpistole, Rekuvertbogen und Flammenwerfer. Den haben wir auch ausgerüstet. Das soll auch so bleiben. So. Wir haben jetzt hier neue Waffen, einmal die schöne, einmal das Biest, einmal den schönen Flammenwerfer und die STG Standardwaffe. Und wir müssen uns zu den Reisfeldern begeben und das wollen wir eigentlich auch mal direkt machen. Gucken wir mal auf M, Funkturm, hier ist ein Shop, da ist eine Küstenschleifenrennen. Aber wir wollen uns direkt mal zum nächsten Missionsziel begeben. Und zwar zu den Reisfeldern. Einsteigen in den schönen Wagen und eine Runde cruisen. Los geht's. Oh, was geht da ab? Das will ich mir mal genauer angucken. Hunde, die einen Tiger angreifen? Ja, tatsächlich heftig. Und der wird einfach mal angezündet. Alter Schwede. Oh, der Tiger rennt weg. Der Tiger rennt vor mir weg. Ach, so sieht das aus. Tiger? Wo bist du? Da ist er. Kannst doch nicht in unser Lager hier sein, Kollege. Und tschüss. Sorry, aber das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Eh, heute. Heute. Heute? Häuten! Hahaha! Und den Häut werden wir kennenlernen. Der Typ kann sich warm anziehen, der Kollege. Mal eben kurz hier die Muni auffüllen. Ah, rein da. Munition. So. E. Munition. Mit auffüllen. Kostet nichts, oder was? Kauf nicht möglich. Munition anscheinend voll, aber das stimmt doch gar nicht. Hm. Weil ich hab ein bisschen geballert. Achso, voll, 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 komisch. Gut, wieder rein in die Kiste. Was klingt denn da so? Muss ich denn nach hinten? Achso, ich muss da oben fahren, ja. Und ab geht die Party, ab geht die Party. Hör kein Radio? Nö, natürlich nicht. Doch. Was ist das für ein cooles Ziel? Ich finde das so geil hier mit den Tieren, das irgendwie begeistert mich das echt. So ein Spiel wünscht man sich doch einfach mal, wo so auch so tausende Dschungeltiere sind. Finde ich einfach nur geil. Ich kann jetzt kurzzeitig nichts mehr hören. Und Tapir, geh weg, bitte. Und wie heißen die schönen Viecher? Nasenbären nenne ich sie einfach mal. Nasenbürschen. Und hier wieder quer durch den Dschungel gefahren, wie man es hier bei mir kennt. Und hier sind die Reisfelder auch schon. So, und jetzt wollen wir mal hier ein bisschen gucken. Willis? Ich bin in Barristown. Da ist ein Schuppen mit Blick auf den Teich. Von da aus siehst du das Zentrum. Nicht erwischen lassen. Keinerlei Aufmerksamkeit. Gut. Dafür habe ich auch den Schalli dabei. Und hier erstmal runterrutschen oder was?
Boah, geht das gut, geht das gut? Ne, das geht niemals gut, oder was? Boah, das geht gut, Alter. Cool. Coole Geschichte. Also so stylisch ist hier bestimmt noch nie jemand runtergerutscht. Und da ist direkt ein Heli, Alter. Kann man die Helikopter fliegen? Boah, das weiß ich nicht. Boah, wäre das episch, Alter, wenn ich hier gleich mit dem Heli langfliegen würde, Alter. Boah, und ich sag so oft, Alter, Alter. Boah, aber wenn ich hier mit dem Heli langfliegen dürfte, das wäre super geil. Ich habe die MP5 im Anschlag. Falls hier irgendwo ein kleiner Typ kommt, habe ich wenigstens einen Schalli dabei. Und ein doppeltes Zielvisier sozusagen. Vorne ist noch das alte Zielvisier drauf. Und die Oldschool-Farbe habe ich gewählt, weil Oldschool ist New School. So, da hinten sind sie alle. Die Reichsfeldarbeiter. Hier, da sieht man sie, da sitzen sie. Ich hätte jetzt vielleicht echt einen Sniper gebraucht, um euch die mal zu zeigen, aber die sind da hinten auf jeden Fall genüsslich.